Hallo, hier ist wieder eure Silke, komplett ungeschminkt, wie ihr seht. Hat folgende Bewandtnis, das Wetter draußen ist heute nicht so doll. Und ich dachte mir, das ist die optimale Zeit, um auch mal wieder was für sich zu tun, gerade in puncto Gesichtspflege. Denn wir haben gerade einen Winter hinter uns mit einer Heizungsluft, die wirklich die Haut sehr, sehr trocken macht. Jetzt kommen die ersten Frühjahrssonnenstrahlen und die sollten wir doch nutzen, ein bisschen rauszugehen. Aber für die Haut ist natürlich nach dem Winterstress kommt jetzt der Frühjahrsstress. Und um das der Haut ein bisschen zu erleichtern, dachte ich, wir sprechen wir heute mal über das Thema Pflege, über das Thema Gesichtsmaske. Die mache ich mir ganz gerne selbst, ist kostengünstiger und ich weiß auf alle Fälle, was drin ist. Da kann ich zum Beispiel, nutze ich da ganz gerne meine Aloe Vera. Ich spreche nicht von der Fertigcreme, sondern ich rede von der Gesichtsmaske selbst gemacht. Ich zeige euch mal die Pflanze. Vielleicht habt ihr sie auch bestimmt schon gesehen. Schaut mal, die sieht so aus. Ungefähr, das da vorne ist noch so ein Scholzstab, wo sie drin hält. Also so ungefähr sieht die aus. Und wie ihr seht, hat sie auch hier schon zwei kleine Ablegerchen, die wieder da kommen. Da einer und da hinten einer. Na? Und um die geht es mir heute. Der Aloe Vera, auch Aloe Barbadensis genannt, glaube ich, auf dem Lateinischen, ist optimal, gerade wenn man Feuchtigkeit braucht. Und ihr seht, meine Haut frisch gereinigt, ist gerötet, hat hier ganz rote Stellen. Und dann möchte ich die Haut wieder beruhigen. Und die Aloe Vera wird auch in der Medizin ganz gerne eingesetzt. Ich selbst nehme sie gerne gegen Schürfwunden, also wenn ich eine Schürfwunde habe und die ist trocken und hart, dann möchte ich da ganz gerne, dass auf dieser Schürfwunde, dass sie ein bisschen weicher wird und das Narbengewebe bilde ich mir ein, wird besser, sagt man ihr auch nach. Dann trage ich ganz gerne das Gel von ihr auf und das Gel ist ja das Mark im Endeffekt von der Pflanze, das zeige ich euch dann auch gleich. Oder auch wenn ich in der Sonne war oder wie jetzt gereizte Haut habe vom Waschen, dass ich da zu gründlich war oder die Haut dann einfach auch trocken ist, gebe ich hier gerne die Feuchtigkeit und die ganzen Nährstoffe zurück. Man sagt, der Aloe Vera ja über 400 Wirkstoffe nach. Wie viel es genau sind, keine Ahnung. Da werden ja andauernd wieder neue erforscht. Ich zeige euch mal hier, ich habe ein Blatt davon. So sieht das aus. Ihr seht, das Ende ist schon abgetrocknet. Und ich habe es schon mal benutzt. Dann verschließt sich die Aloe Vera selbst hier. Schaut mal, da ist so eine Kante dran, das hat sie selbst verschlossen. Wieder. Ihr braucht nichts anderes als ein scharfes Küchenmesser, mehr ist dafür nicht notwendig. Und dann schneiden wir einfach mal, ich schneide den Anschnitt jetzt mal weg, damit man das sieht. So, und jetzt schaut mal da rein. Seht ihr das Glänzende? Das ist das Mark der Aloe, das Gel, um das es mir im Endeffekt geht. Ich gehe jetzt einfach her, schneide mir ein Stück von dem Blatt ab, ganz banal. So, und dann seht ihr das nochmal ein bisschen besser, beide Seiten, so, und trenne es quer durch, einfach so brutal durch, zack. Wenn ich das auseinanderziehe, seht ihr das? Seht ihr dieses Gel? Und das geht es mir. Darin ist die Feuchtigkeit gespeichert und dieses Gel trage ich auf der Haut auf, gerade wenn es jetzt noch nicht so warm ist, optimal, weil die Feuchtigkeit zieht ja ein. Und ich möchte, dass es in die Haut anzieht und nicht von der Sonne auf meiner Haut getrocknet wird. Also trage ich das wirklich hier ganz einfach auf. Diese ganze schleimige Extrakt. So. Wirklich um die Augen rum. Also nicht ins Auge rein, sondern wirklich ums Auge rum. Um die Lippe rum. Nach unten weg. Dann wird das Ganze auch, das zeige ich euch gleich mal, sie hat es komplett an mich abgegeben, es wird trocken. Ihr seht, es glänzt nichts mehr groß hier an den Enden noch, aber hier, Hauptstelle ist trocken. Also hergehen, mit dem Messerchen ein bisschen anrauen, um die Zellschicht ein bisschen zu zerstören. Und schon komme ich in das ganze Gel, was noch da drunter liegt, wieder ran. Und ihr seht, sie fängt sofort wieder an zu glänzen, weil ich in die Zellschichten herunterkomme. Das Ganze ruhig bis ins Dekolleté runter. Das tut der Haut richtig gut. Einreiben. Es riecht furchtbar gesund. Also da ist logischerweise kein Parfum nichts dran. Aber es ist sehr, sehr gut. Und das Ganze könnt ihr gerne 20 Minuten einwirken lassen. Wenn ihr ganz trockene Stellen habt, dann geht bitte her und schneidet euch das Gel ab und presst das Gel. Hier seht ihr es, ich gehe mal ganz nah.
direkt an die Stellen dran. Ich habe es meist auf der Stirn oder aber auch unter den Augen. Na, wenn's, ja, jetzt klebt es an den Fingern. Dann kleben wir es so dran, auch kein Thema. Dann klebe ich mir es hier, da an die Augenränder rein. Dann kann das noch ein bisschen, habe ich ein bisschen intensivere Geschichte von, weil ich kann es ja eh nicht mehr verwenden, diese Stücke von der Aloe. So. Da haben wir noch ein bisschen was davon, auf der einen von einem anderen Blatt. Ah, da habe ich jetzt ein schönes Stück auch abgekriegt, dann zeige ich es euch mal. So, ups. So sieht das Gel aus, wenn ihr es abschneidet von dem Blatt. Hier in der Mitte habe ich es rausgetrennt. Das könnt ihr wirklich hier drauflegen oder auch aufs Dekolleté legen, wie ihr möchtet. Einfach zum, um die Feuchtigkeit mehr einzuarbeiten. Da ist es eine optimale Sache. Ups. Und am besten, ihr legt euch dann 20 Minuten damit zurück. Lasst es 20 Minuten auf der Haut wirken. Dafür ist es eine tolle Sache. Ich verstreiche es jetzt einfach, weil ich jetzt sitze und es einfach nicht hält. Vielleicht hätte es hier in der Kohle drin. Auch nicht schlecht. Also damit könnt ihr ohne weiteres arbeiten und ihr tut der Haut was Gutes. Wie gesagt, ich mache es nach einem intensiven Sonnenbad, wo rote Stellen sind auf der Haut. Wenn ihr schuppige Haut an den Ellenbogen habt, super Geschichte. Es durchfeuchtet wirklich die Haut oder auch an den Fesseln. Da könnt ihr es gerne nutzen. Also überall, wo eine raue Stelle ist. Es gibt auch Menschen, die tun sich was Gutes, machen sie einen Joghurt mit rein. Mir schmeckt es nicht. Kann bestimmt sehr lecker sein und wenn die mir was Gutes machen, warum nicht? Was ich gerne mache, an ganz liebe Menschen, ich verschenke die Pflanze ganz gerne. Also gerade im Freundeskreis, wo ich weiß, da kann jemand was mit anfangen und es ist ein ganz, ganz lieber Mensch und dem schenke ich sie, mache einen kleinen Zettel dazu mit der Gebrauchsanweisung, also dass sie sehr pflegeleicht ist, dass sie uns auch nicht übel nimmt, wenn man mal einen Monat vergisst, sie zu gießen. Macht ihr gar nichts aus. Sie liebt einen hellen Standort. Keine direkte Sonne, das ist also meine zumindest, mag direkte Sonne nicht, obwohl es unlogisch ist, weil sie ist ja eigentlich eine Wüstenpflanze, gehört zu den Sukkulenten. Aber sie mag keine direkte Sonne bei mir, vielleicht ist es auch zu stark, wo ich sie stehen habe, keine Ahnung. Ich stelle sie raus auf den Balkon, im Winter habe ich sie in der Wohnung, ihr könnt die auch ganz normal in der Wohnung halten, wenn ihr keinen Balkon habt. Und dann macht ihr einfach so die Ablegerchen, bekommen und Wurzeln. Hier könnt ihr unten einfach in der Erde durchtrennen, in einen neuen reinsetzen, ein bisschen groß ziehen, dass er auch ein bisschen was darstellt, dauert nicht lange. Und dann könnt ihr die Pflanze verschenken an ganz, ganz liebe Menschen, die euch wichtig sind. Und sagt ihnen auch, wie es funktioniert. Oder wenn es Mädels sind, zeigt ihnen einfach, wie es funktioniert. Und ich weiß nicht, ob man sieht, seht ihr schon, wie es sich da so langsam eine Schicht bildet, wo ich es abgeschnitten habe? Das versiegelt sich wieder. Das ist die eigene Heilwirkung, obwohl sie nirgends mehr dran ist. Also keine Wurzel, nichts. Das versiegelt sich wieder und die könnt ihr in den Kühlschrank legen. Dann habt ihr auch noch einen Kühleffekt. Gerade jetzt, wenn es Richtung Sommer geht, ist es eine super Kühlgeschichte dran. Wenn ihr die im Kühlschrank aufbewahrt, ein Stück abschneidet, auf die Haut macht, ihr habt den Kühleffekt. Ihr habt die Feuchtigkeitswirkung für die Haut, also er hilft ihr doppelt. Und auch für Brandblasen, für mich persönlich die erste Wahl, die ich nutze, wenn es darum geht, was Gutes zu tun. Also gerade für die etwas reifere Haut, ihr könnt sie wöchentlich einmal nehmen, ihr könnt sie auch zweimal nehmen. Bekommt ein Gefühl dafür, wenn ihr sagt, oh, spannt wieder. Und dann nehmt euch 10 Minuten Zeit, Viertelstunde Zeit, lasst sie einwirken in aller Ruhe, Augen schließen, genießen und dann mit dem lauwarmen Waschlappen einfach abtragen. Und wenn ihr wollt, die Tages- oder Nachtcreme, ich mache es ganz gerne vor den Abend normalerweise, aber heute ist Schmuddelwetter, heute mache ich das auch schon etwas früher. Auftragen und ihr werdet sehen, die Haut also ist samtig weich und die Feuchtigkeit tut ihr wahnsinnig gut. Und ihr braucht keine großen Kosten investieren, so eine Aloe kostet im Laden. Also es gibt ein schwedisches Möbelhaus, die haben die auch, für eine Pflanze für 5 Euro. Ab und zu auch mal in diversen Discounter ist sie im Angebot. Oder ihr seht sie bei Freunden und sagt, hey, wie sieht es aus im Ableger, könnte ich einen haben? Ich glaube, da sagen die wenigsten Freunde nein. Also meine frage ich gar nicht lange, meine Freunde, die kriegen sie einfach, weil sie wissen, ich will ihnen nur was Gutes und es tut was Gutes. Weil viele haben es auch nur rein zur Dekoration und wissen gar nichts von ihrer Heilwirkung. Sagen, ach, sie sieht einfach nur graziös und elegant aus, macht ein bisschen orientalischen Flair.
und wissen gar nicht um ihre Heilwirkung. Und das ist schade. Also von daher, nutzt es, ist kostengünstig, schneller und günstiger kommt ihr an. Keine Maske oder Kur für die Haut ran. Und wie gesagt, einmal im Monat oder wer es kann, bis zu zweimal wöchentlich, würde ich das schon tun. Hört auf eure Haut, hört auf euch und macht euch einen schönen Nachmittag in eurer schönen freien Zeit. Nutzt die 30 Minuten, die ihr für euch habt und legt euch dabei hin, schließt die Augen oder lest ein Buch oder vernascht ein paar Erdbeeren, wie ihr möchtet. Bis demnächst, eure Silke. Ach, wenn ihr wollt, Like-Button nicht vergessen. Ciao.